Hallo und grüß euch zu Markus Burkhardts Pflanzenporträt. Heute ein richtiges Highlight, eine absolute, eine der allerbesten Schmetterlingspflanzen, die wir überhaupt in unserer heimischen Natur oder im Garten haben können. Bleibt dabei, ich erzähle euch natürlich, welche das ist und wieso die so super und so wichtig ist. Ja, es geht um die Kartäusernelke, Dianthus cartusia Nahrung, heißt es im Botanisch. Bei uns in Österreich sagt man eigentlich Stornageln, so wie Steinnelke. Ich glaube, mit allen, die viel in den Alpen unterwegs sind, die kennen diesen Ausdruck und kennen natürlich auch die Kartäusernelke. Aber auch viele Autofahrer kennen unterbewusst vielleicht die Kartäusernelke, weil sie eine der Pflanzen ist, die sehr gerne in so einem durchlässigen, mageren Schotter wächst. Deshalb sieht man es bei uns alle wieder entlang der Straßenränder oder in den Kreisverkehren auch oft, wo wenig gepflegt wird, wo es einen Frieden hat. Da kann sie sich schön entwickeln. Und mich macht es immer wirklich happy, wenn die Kartäusernelke anfängt zu blühen, weil es ist so ein unglaublich, so eine kräftige, strahlende Farbe. Was ist das eigentlich? Ein kräftiges Pink, würde ich einmal sagen. Und ich werde euch jetzt gleich erzählen, was diese Kartäusernelke zu so einer herausragenden Schmetterlingspflanze nämlich macht. Ja, die Kartäusernelke gehört natürlich zu den Nelkengewächsen. Und eigentlich kann man schon sagen, sind alle unsere Nelkengewächse sehr, sehr interessant für Schmetterlinge. Das liegt eigentlich daran, dass die, speziell jetzt auch diese Kartäusernelke, kann man wirklich sagen, ihre Blüte so ideal geformt hat, um Schmetterlinge anzulocken. Es sind sogenannte Stieltellerblüten. Das heißt, du hast einen langen Stiel und dann oben geht diese Blüte auseinander. Sie sind aufrecht von der Stellung her. Wenn ihr euch die Kartäusernelke anschaut, wenn die blühen, stehen die Blüten eigentlich schön nach oben aufgerichtet in einem leuchtenden Rot. Und so diese Rot- oder rosa-pink-Farbtöne, das sind so ganz starke Lockformen für unsere Schmetterlinge. Also da fühlen sie sich einfach sehr stark angezogen. Viel mehr wie zum Beispiel Bienen. Also da weiß man schon mal, wen die anlocken will, nämlich Schmetterlinge. Und das nächste, was interessant ist am Blütenbau, eben diese lang gestielte Röhre, da ist der Nektar, ist ganz tief unten verborgen. Das heißt, man kommt da wirklich nur dazu, wenn man einen sehr, sehr langen, ausfahrbaren Rüssel hat. Und das haben eben Schmetterlinge, insbesondere auch unsere Tagfalter, da sind ganz prächtige darunter, wie zum Beispiel der Schwalbenschwanz, wenn man Glück hat, besucht der einmal eine Kartäusernelken. Aber auch bei uns beobachten wir sehr, sehr viel die Zitronenfalter. Die tummeln sich da viel herum. Bläulinge sind sehr gern. Bis jetzt, ich kann euch nur sagen, was man bis jetzt ungefähr weiß, dass mindestens, ich schätze, es sind so um die 25, wahrscheinlich sind es noch viele, viele Schmetterlinge mehr, die diese Kartäusernelke nutzen, also Schmetterlingsarten. Und der Nektar ist verantwortlich auch für diesen angenehmen Duft, weil die meisten Nelken riechen ja sehr, sehr gut. Die Kartäusernelke ist vielleicht eher so ein feiner, angenehmer Duft. Also ihr habt richtig einen starken Schmetterlingsmagneten, wenn ihr die Kartäusernelke im Garten setzt. Zumindest was man bis jetzt weiß, was man beobachtet hat, sind auch einige Wildbienen, die am Pollen interessiert sind. Keulhornbienen, Sandbienen, also einige spezielle Arten von denen, weil das ist ja wieder eine sehr reiche Gruppe. Die sammeln den Pollen zur Verproviantierung, das heißt zur Ernährung ihrer Larven an der Kartäusernelke. Es gibt da ein paar wenige Hummeln, die so lange Rüsseln haben, die zum Nektar gelangen. Also ihr seht, für die Tierwelt und speziell eben wirklich für die Schmetterlinge eine sehr, sehr wertvolle Pflanzen. Und was sie im Naturgarten, finde ich, zusätzlich noch so wertvoll macht, ist ihre unglaubliche Einsatzmöglichkeit. Also man kann es so vielfältig einsetzen und es gibt eigentlich kaum Bereiche, wo die Kartäusernelke nicht funktioniert. Ich werde euch jetzt ein bisschen anhand auch vielleicht von unserem Garten sagen, wo die Kartäusernelke gut funktioniert, wo es sehr gut funktioniert, wo sicher nichts schief geht. Ja, am Naturstandort findet man es meistens wirklich auf sehr, sehr
trockenen Bereichen. Das sind so Trockenrasen, da ist auch vergesellschaftet mit anderen Pflanzen. Wie ich schon erwähnt habe, bei uns findet man es sehr gern noch, sehr gerne ist übertrieben, aber hin und wieder zum Glück noch, entlang der Straßenränder, wo sie eben in diesem trockenen Schotter wächst. Sie ist aber wirklich sehr, sehr vielfältig. Wir haben es da in einer ziemlich einer trockenen Böschung und sie sieht sich da auch willig selber aus. Und man sieht es auch, das ist da wirklich so ein steiler Bereich, voll sonnig den ganzen Tag. Also da ist wirklich trocken, speziell in den Sommermonaten. Und sie wächst ganz problemlos. Was mir so an der Kartäusernelke gefällt, sie sieht sich wirklich bereitwillig auch immer mehr im ganzen Garten aus, an Bereichen, wo man es vielleicht eigentlich auch vom Lehrbuch heraus gar nicht setzen würde. Wir haben da unten so ein, eigentlich ist es so eine Art Birkenwäldchen, wo es je länger der Sommer dauert, desto schattiger wird es, weil da ist ziemlich viel Konkurrenz durch andere hohe Stauden. Und da hat sie sich mittlerweile zwischendrin ein paar so Plätzchen ausgesucht. Ich sehe es auch von herum schon, weil es so leuchtende Formen sind, wo es eben wächst. Und sie wächst gut und ganz unproblematisch. Und im Sommer sieht man es nicht mehr, weil die übrige Vegetation so hoch wird. Aber eigentlich, wenn sie es so wirklich aussuchen kann, ist sie ja schon lieber, wenn sie es einigermaßen sonnig bis sehr sonnig und eher auf der trockenen Seite hat. Aber sie ist unglaublich flexibel. Und alle, die vielleicht zuschauen, die nur einen Balkon haben oder überhaupt nur ein Blumenkisterl ihr eigen nennen, sie funktioniert wirklich absolut bestens in Trögen oder in Gefäßen. Also probiert es dir einmal, wenn ihr Balkonkisterl habt und wirklich was machen wollt für die Tierwelt, dann setzt eine Kartäusernelke, weil ihr tat auch was für euch. Ihr könnt mit ziemlicher Sicherheit dann Schmetterlinge beobachten, die sich oft wirklich minutenlang oder noch länger, oft ist das umtanzt von verschiedensten Schmetterlingen und man kann die dann super beobachten. Was die Kartäusernelke auch wirklich auszeichnet, ihre Langlebigkeit. Die hat man wirklich lang. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob ich selber gesetzt habe oder ob sie sich da ausgesät hat, aber die ist schon wirklich viele Jahre da, ist einer unserer Beobachtungs-Hotspots im Garten. Wenn da dann die Sonne rüberkommt in ein paar Stunden, dann ist er oft wirklich ein richtiges Getummel an Schmetterlingen. Und das Nette ist, sie hat sich jetzt da so mit den Jahren immer mehr ausgesät. Wir haben da so ein kleines Holzpool und rund um und um sind immer mehr dieser Kartäusernelken. Irgendwann kann man vielleicht gar nicht mehr gehen, weil so viele Kartäusernelken sind. Aber dann dürfen halt die Schmetterlinge fliegen. Also das ist das Schöne. Und apropos Aussehen, das ist vielleicht auch noch ein guter Hinweis. Alle, die gerne ein bisschen experimentieren, selber mit Saatgut, mit Aussehen, mit Pikieren dann, kleine Pflänzchen vereinzeln oder aussetzen dann im Garten, probiert es einfach einmal mit Nelken. Also jetzt nicht unbedingt nur die Kartäusernelke. Die meisten Nelken sind wirklich sehr, sehr gut in ihrer Keimfähigkeit und sehr einfach zum Keimen zu bringen. Einfach in einen Saatkisterl ansehen, geht meistens wirklich ganz, ganz dicht auf. Und man sieht das auch an der Kartäusernelke, sie sieht sich wirklich bereitwillig aus. Da hat es zwei, drei, vier Jahre gedauert, bis das ein bisschen in Schwung gekommen ist, weil da relativ hoch Kies ist. Da war ich mir gar nicht sicher, ob es das schafft, aber sie schafft es. Man muss ihr ein bisschen Zeit geben und sie besiedelt mit den Jahren eigentlich im Garten so alle Bereiche, die für sie einigermaßen gut sind. Muss nicht ideal sein, weil sie ist wirklich genügsam. Also echt in ganz, ganz vielfältiger Weise eine super, super Gartenpflanze. Was ich auch eigentlich fast vergessen habe zu erwähnen, sie ist auch super natürlich für Dachbegrünungen, sowohl intensiv als auch extensiv. Da kannst du dann wirklich mit der Zeit wahrscheinlich einen gewissen Vorsprung ausbauen gegenüber den anderen Pflanzen. Wir haben es auch drinnen in unserer Dachbegrünungsmischung und ich werde dann ums Haus auch noch einiges ansehen, weil da kann ich jetzt um die Zeit auch noch ein bisschen für mehr Blüte sorgen. Das Saatgut oder die Samen sind eigentlich ziemlich groß. Wer jemals einmal eine Kartäusernelke setzt, braucht nie wieder Saatgut bestellen, weil er hat es in Hülle und Fülle dann selbst von der Kartäusernelke, ist recht ergiebig, braucht es nur rausbeuteln aus den Blüten, wenn es fertig ist und dann anstellen, wo ihr euch denkt, da könnte es funktionieren, setzt es aus und meistens ein, zwei Jahre später kommen schon die kleinen Keimlinge. Also wirklich, mir fällt gar nicht ein, für wie viele Bereiche die Kartäusernelke in die Kategorie Top fällt. Wirklich Top Schmetterlingspflanze, Top Trockenpflanze, Top Kies- und Sandgärtenpflanze. Natürlich eine Top optische Pflanze, Top für Vasen macht sie sehr, sehr gut.
top, weil es so einfach zum Ansehen ist. Und ich habe es selber noch nicht probiert, aber ich habe das nachgelesen und recherchiert. Wir haben wahrscheinlich sehr viel verloren von dem alten Wissen. Ich denke mal, bei uns in Österreich im alpinen Raum dürfte da noch sehr viel vorhanden sein. Sie ist früher viel mehr gesundheitlich genutzt worden, weil sie sehr viele Inhaltsstoffe hat, so antibakteriell, entzündungshemmend. Die chinesische traditionelle Medizin nimmt scheinbar Nelken, also nicht nur die Kartäusernelke, sondern auch Prachtnelken und so weiter. Scheinbar noch werden die viel mehr verwendet bei Harnwegsinfekten, bei Nierensteinen und so weiter. Aber speziell die Kartäusernelke habe ich nachgelesen, dass man früher die Blüten gekaut hat, wenn man Zahn weg gehabt hat, weil sie schmerzlindernde Inhaltsstoffe in der Blüte drinnen hat. Könnte man ja mal probieren. Ich würde trotzdem zum Zahnarzt gehen. Aber vielleicht hilft es euch kurzfristig. Aber sicher ein mehr positiver Effekt wäre, wenn man einfach selber daheim viele Kartäusernelken hat, brockt es, gebt es in einen Blumenstrauß ein, weil für das sind ja die Blumen auch da, dass unsere Seele erfreuen. Oder macht es einmal eine wirklich besonders schöne optische Dekoration auf irgendeiner Speise, die es zubereitet. Und dann fragt die Gäste, ob sie die Pflanzen kennen. War doch einmal lustig. Also macht es gut. Viel Spaß und Freude mit den Kartäusernelken. Keinen Fall vergessen darf, ich habe es vergessen, die extrem lange Blütezeit zu erwähnen. Bei uns fängt es im Mai an und blüht dann durch bis in Herbst. Ich würde jetzt einmal sagen, August, September. Man hat natürlich nicht diesen ganz kräftigen Frühjahrsflor durchgehend übers Jahr. Sie lässt dann schon wieder einmal nach, aber sie kommt meistens noch einmal sehr, sehr sicher mit einer Nachblüte im Sommer rein oder im Spätsommer. Also es habt ihr eigentlich mit der Kartäusernelke ein Highlight, auch was die lange Blütezeit betrifft. Has it finished? Why are you asking me now? What type of question is that? Is the album finished or do we have a few more songs to go? It seems like it's got one or two more. Oh, we are not done yet. Okay. I've heard you, Sha. Stop. What is all this ruckus? Tell me.